Hallo, meine nichts verstehenden Tiefentaucher und herzlich willkommen zurück zum weiteren Lauschig-Lauschig-Ründchen hier bei Dave the Diver. Jetzt ändern wir uns mal kurz natürlich erstmal unsere Schüsselchen hier. Und dann, wartet mal, hatte ich ja gesagt, wollten wir uns, verdammt, die Frachtkiste, können wir 130? Brauchen wir noch 30, meine Damen und Herren, wir brauchen noch 30. Was bist du eigentlich? Ich brauche auch für irgendwas, ne? So, sehr schön. Denn wir wollen auf jeden Fall erstmal unsere Kiste hier ein bisschen erweitern. Das bringt uns dann doch mal einen kleinen Sprungetrain und dann hüpfen wir wieder schon ins Wasser hinein. Denn wir brauchen noch das Mikrofon und die Steintafel des Seevolks. Dann müssen wir wieder in die Gefilde runter. Qualle lebt hauptsächlich bis 1000 Meter in die Tiefe. Wie lange wird denn das irgendwann noch enden bei uns? Wie lange wird das dann am Ende noch enden? Hatten wir jetzt noch Orangen, die wir sammeln mussten? Ne, ist eine braune, ne? Aber die brauchen wir auch. Okay. So. Braune brauchen wir auch noch. Ja, dann holen wir heute das Mikrofon-Ding. Star-Bumster. Verbesserte. Zumindest schon mal 4 Schadenspunkte mehr. Das Mikrofon, das war ja da unten und die Steintafel sollte ja in der Höhle sein. Ist alles so ein bisschen, ich glaube, bei der 100er Meter Tiefe gewesen, ne? Irgendwie so. Ich glaube, die Dicken, da brauchen wir nochmal. Nee, ich mag das mit dem Giften einfach nicht mehr. Das ist mir dann doch irgendwann zu doof. So, die gibt mir wirklich nach einer Weile auf den Keks. Die brauchen wir nämlich dreimal, aber wir brauchen auch diese anderen Viecher noch dreimal. Und den brauchen wir auch nochmal. Okay, roter war das nicht mehr, war das noch ein blauer? Den brauchen wir auf jeden Fall nochmal. Damit haben wir den auch fertig. Ne, den haben wir, brauchen wir nicht weiter. Das ist immer so interessant. Jetzt mal die ganze Sache nochmal zu finden, das ist immer so genial. Was soll denn das mit diesem Gift? Warum kriege ich nur diese Giftdinger? Ah, guck mal, die brauchen wir auch alle, ne? So. Die Quallen, die nehmen wir schon mal einfach mit, dann haben wir die. Die sind ja auch, vielleicht haben wir irgendwann nochmal ein Quallen-Event. Und erst am Nachmittag kriegen wir, das andere Ding, was wir haben wollten, um die anderen Sachen zu fangen. Was sag mal? Heute hapert es ein bisschen. Bin gespannt wirklich, was der da uns gibt. Bin ich wirklich gespannt, was der uns da gibt. Blaue Muschel brauchen wir nicht. Weil jetzt hier wenigstens eine gute Harpunspitze. Aber es ist kein Glück dabei. Nur diese Giftspitze und die finde ich schlimm. Ich habe bis jetzt noch keine Ahnung, wie ich mit der wirklich taktieren und hantieren soll. Ich glaube, ich brauche dich nicht mehr, ne? Nee. Habe ich dich auch schon nicht fertig? Okay, du bist auch schon fertig. Aber brauchen wir die beiden auf jeden Fall nicht mehr. Keine roten Seesterne mehr und keine blauen Muscheln mehr. Jetzt müssen wir tiefer mal rein. Heute müssen wir mal gucken. Heute will ich nicht ganz so von der Zeit her. Heute ist noch der Krankenhausbesuch. Und habe vorher noch mal 2 andere Termine. Und ach man. Also bei mir ist schon wieder nur Termin. Und die anderen beiden Termine sind irgendwie wichtig, aber auch irgendwie... Was? Was ist mit dieser seltsamen Koralle? Hä? Oh, wie süß. Das ist jetzt eigentlich ein Oktopus oder ein Tintenfisch? Was ist das? Igitt, dieser Tintenfisch. Er hat mich mit Tinte vollgesprüht. Warte nur, bis ich dich in die Finger kriege. Ich komme. Verfolge den nervigen Tintenfisch. Okay.
Dann verfolgen wir mal den nervigen Tintenfisch. Mal gucken, wo dieser uns hinführt. Da bin ich ja mal gespannt. Hä? Hab ich dich endlich eingeholt? Du bleibst jetzt? Hä? Na toll. Oh nein, jetzt ist der Türspalt entkommen. Da passe ich aber nicht durch. Aber dafür meine ich, könnte den Brennschneider von DAF benutzen, um mich durchzuschneiden. Warte nur, Tintenfisch. Okay. Boah, nicht so. Nicht, dass ich Minispiele hasse. Wie ich solche Minispiele hasse. Weil diese Atmen dazu, das hört sich an wie aus einem Horrorfilm. Michael Myers oder sowas. Dieser Dave the Diver ist später Michael Myers. Huch, Entschuldigung. Gut. Okay, jetzt bin ich immer mal gespannt, was da herauskommt. Für Neudrücke. Okay. Ja, ich würde eigentlich die anderen Sachen finden, aber weißt du, wenn der schon. Was ist das da unten? Du da, jetzt kannst du nicht mehr kommen. Gib auf. Heute Abend gibt es wohl Tintenfisch-Sashimi. Boah, das ist irgendwie gemein. Da unten ist aber noch ein Loch. Oh nein, er ist wieder entkommen. Er ist so schnell. Okay. Hm, er schnell was fallen gelassen zu haben. Verrosteter Tintenfischarm, Mann. Jetzt weiß ich mal, dass ich bei der Jagd einen Tintenfisch gefunden habe. Vielleicht kann ich irgendwie seine besonderen Eigenschaften erraten. Hm, scheint ein Artefakt zu sein. Das sollte ich an der Oberfläche identifizieren. Okay, da bin ich mal gespannt, was das Tintenfischarmband so zu heißen hat. Ja, komm, weißt du was, wir nehmen den doch gleich mit. Wir haben jetzt hier nichts mehr weiter. Ja, aktuelle Region wieder verlassen. Wir gehen wieder zurück und dann weiter hinunter. Ah, ein bisschen was machen ist ja auch mal ganz wichtig. Wir brauchen aber noch. Genau. Oh. Scharfes japanisches Schwert. Okay, hier heißt hier irgendwo wieder ein Hai. In den Gefilden hast du ja mal mit den Haien zu tun. Da ist er. Was hat die Frage? Mitnehmen oder nicht mitnehmen? Mitnehmen oder nicht? Warte mal, das sieht doch ähnlich aus wie dem, wo wir zuletzt waren, ne? Oh Mann, ey. Ist auch nichts Interessantes. Wir müssen gucken, wo wir das Schiff brauchen wir als nächstes auf jeden Fall. Das ist immer ganz wichtig. Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass wir wirklich schon wieder von der Harpunenspitze kein Glück haben, ne? Oh, toll, der blaue Walhai. Würdest du jetzt eine gute Harpunenspitze drin haben, damit ich mit dem meine Ruhe habe? Ah, guck mal, da ist das Schiffchen. Betäubungsharpunenspitze, was soll ich damit? Okay, da bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als den da zu treffen. Nein! Natürlich schwimmen diese ganzen blöden Fische da herum. Au. Verschwindet die blöden Fische. Also wenn er mich trifft, haut er mir immer meine Sauerstoff nämlich runter. Da muss ich mal aufpassen, deswegen mal gleich bei den holen. Der war mies, der erste Schatz. Ey, der war ja so mies. Natürlich dreht er sich da um. Oh.
Ich habe aber auch jetzt in den letzten zwei Folgen, letzten Mal diese Folge, wirklich kein reines Glück gehabt, was das Thema Harpunenköpfe da angeht. Weil ich muss sagen, die anderen Harpunenköpfe, die sind einfach blablab. Ne, die sind einfach blablab. Schrott, Fluchtkapsel, Schrott. Aber hier sollte doch irgendwo der sein, ne? In der Nähe des Schiffs hieß es doch, Leute, das Ding sein. Oder im Schiff. Oder war das im Schiff? Wir müssen nochmal ins Schiff hineingehen. Gucken wir mal ab. Dann könnte es auch im Schiff sein. Wir brauchen jetzt der Funkgerät. Und dann müssen wir entgegen die ganze Strömung darüber latschen. Also Strömung. Die ganze Ding rüber schwimmen, um die Tafel zu bekommen. Also wie das kann ja auch hier. Ach, sag doch unten drunter. Ja, ja, jetzt wird es passen. Sagen wir jetzt nicht wieder irgendeinen Kampf gegen irgendeinen Riesenkalmar machen. Da! Da, 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 da. Jetzt wird mir für die Fertigstellung des Seevolks übersetzt, das ist nur noch die Steinplatte des Seevolks. Ja. Ich glaube, jetzt war hier nichts weiter Interessantes gewesen, ne? Der ist ja weg. Ah, guck mal da. Aktualisiert. Oh, guck mal, das ist mal. Hä? Kommt die immer wieder neu? Ich kann ja echt überlegen, ob die immer wieder neu kommt. Das wäre irgendwie interessant zu wissen. Das wäre interessant zu wissen. Dann gehen wir raus. Wir sind irgendwie schon wieder unter Wasser sind eigentlich. Ne? Wir sind schon wieder ewig kaum hier. Wollen wir einfach alles absuchen? Gut, wir dürfen nicht vergessen, wir haben jetzt auch 94 Kilogramm Platz. Dadurch können wir auch ein bisschen mehr mitnehmen. Also wollten wir Haie mitnehmen. Oder hier die Großkopf-Papageien-Bullenfische da. Aber ich wollte auch mal gucken, dass wir ein bisschen von der Thematik halt weiterkommen. Damit wir auch vom DLC ein bisschen da was sehen. Ne? Es gab, glaube ich, ja noch ein neues DLC, aber das sehen wir erst im Fünfer, Kapitel 5. Das war, wie gesagt, das Godzilla-DLC. Habe ich übrigens gestern mit meiner Frau abends nochmal geguckt. Godzilla minus One oder Godzilla the One oder irgendwie sowas war das gewesen. Sehr interessant. Also ich fand auch die Thematik drumherum, ja, Schauspielerei und sowas. Ja, kann ich jetzt aber auch nicht hören, ich bin jetzt auch kein Schauspieler, ne? Aber alles in allem fand ich das wirklich gut erzählt. Von der Story her auch so mit dem Weltkrieg herum aus Sicht der Japaner danach und so weiter und so fort. Fand ich cool. War ein cooler Film. Und der Kampf gegen den und das Typische am Ende dann, es ist noch nicht vorbei. Es ist nie vorbei. Also wer Godzilla kennt, weiß, dass es nie vorbei ist. Irgendwo hier war die Höhle, ne? In der Ebene. Weil noch tiefer kann ich nicht gehen. Noch tiefer kann ich nicht gehen, weil da war auf jeden Fall keiner gewesen. Darunter ist dann nämlich schon zu tief. Diese blöden Waffen da drin. Ich muss Harpunenköpfe. Die Harpunenköpfe sind immer das Beste. Ja. Wollte nicht danach aus, dass ich da weiterkomme, wa? Wenn immer alles so verwinkelt ist, ist es immer so schwierig. Gut, wenn ich jetzt hier bin, dann kann ich da ja rangehen. Muss ich noch weiter rausschwimmen. Noch viel weiter am Schwimmen. Au. Au. Wir nehmen alles mit. Oh, warte mal, den brauchen wir aber auch. Wir müssen die auch sammeln. Davon brauchen wir, glaube ich, wieder drei Sätze. Hatten wir hier nicht irgendwo noch? Genau, dann nehme ich mir den Sauerstoff kurz mit und dann weiß ich gar nicht, muss ich tiefer jetzt fahren oder ich muss kurz höher gehen. Oder dass ich kurz höher gehen muss. Ne, wir müssen wieder höher fahren. Und dann einmal herumschwimmen, also einmal rumschwimmen.
und dort dann nach der Höhle suchen. Die ist jetzt erstmal, ich würde jetzt mal gerne die Höhle machen. Das wird ein bisschen so questmäßig auch mal vorankommen. Weil wir sehen ja immer so wenig von der Quest, weil ich ja dann immer eher nur so das Spiel wahrscheinlich dauerhaft privaten Wirtschaft die ganze Zeit da nur herumhandeln und erstmal nur die Fische bis zur Höchststufe hochtreiben, so am Anfang. Bin ja auch, wie gesagt, bei Kingdom Come, da habe ich auch das erste, was ich gemacht habe, ich glaube, die ersten zwei Spielstunden war ich ausschließlich damit beschäftigt, Kräuter zu sammeln. Heute erst Skill bis ganz nach oben getrieben, nämlich. Und konnte dann nachher den Perk mit Stärke verbessern. Und bin dann sozusagen direkt weitergegangen. Und habe dann die gesamten Kräuter im Startgebiet alle weg. Alle weg. Dum, 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 dum. Guck mal, jetzt ist diese die Tafel, die wir nicht hätten vorher schon mitnehmen können. Nein! Gut, ich habe alle Materialien. Ich sollte jetzt in der Lage sein, den Seevolk-Übersetzer anzufertigen, denke ich. Ich sollte es Dr. Beck nehmen. Dr. Beck. Hier ist aber auch nichts weiter, ne? Okay, jetzt müssen wir dann noch tiefer schwimmen. Ja, komm, mach das Ding mal leer. Und dann geht's wieder runter. Und dann würde ich sagen, wir gehen dann gleich noch in die blaue Loch, ins blaue Loch, in die Tiefen hinein. Das wäre eigentlich ganz sinnvoll. Da, den nehmen wir gleich mit, weil wir jetzt schnurstracks nach unten gehen. Oh. Mitnehmen. Nochmal ein Schädel. 2 von 3. Oh nein, du kannst heute mal da bleiben, lange Nasenhai. Wir gehen heute mal direkt tiefer runter. Und gucken wir mal, was uns da unten noch so Feines erwartet. Auch wenn wir irgendwie gar keine Nebensachen heute haben. Sonst haben wir immer, entweder haben wir immer ein Fahrzeug oder genügend Sauerstoff, Extra-Tanks oder so ein Shit. Ist diesmal uns nicht vergönnt, ne? Blaues Loch tiefer. So. Guck mal da. Was bist denn du? Du siehst irgendwie interessant aus. Rippenqualle. Was bist du? Bist du ein Hai? Siehst du mir jetzt nicht mehr? Das ist doch ein Hai. Fleisch eines Kragenhais. Sehr cool. War es schon wieder zu schwer? Wie ist denn das möglich? Wird er doch kaum hier unten. Bin doch kaum hier unten und schon diese Folie oder was? Anstrengend. Nee, ich will jetzt. Guck, jetzt einmal mitnehmen. Oder wollte ich jetzt gerade nicht rein? Ja, wollte ich jetzt gerade nicht. Ja, die Kommentare habe ich natürlich schon gelesen. Hier irgendwie bei dem. Oh, dann sind wir auch fertig. Wenn da so eine Krabben scheinbar sind, dann soll da irgendwie ein Stein sein und die kann ich mit einem Stein anscheinbar bewerfen. Müssen wir uns mal noch angucken. Ich habe davon jetzt leider noch keine Ahnung, haben wir noch nicht gesehen. Kann ich noch nicht einsetzen. Nee, warte mal, wer ist denn? Okay, dabei hätte ich das Gummi. Ich liebe es. Noch eine Qualle. Ey, das ist genial. Die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Schon vorbereitend auf unsere Quallen-Event das nächste. Wenn es irgendwann mal kommen soll. Kommt irgendwann. Irgendwann kommt ein Quallen-Event und dann haben wir die da. Oh, wir sind schon voll. Nein, 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 nein. Ich will die Rappenqualle weiter mit haben. Warte mal. Das brauchen wir. Wir brauchen Rot. Was ist das hier? Das sind die braunen, ne?
die braunen, ne? Ne, den nicht. Und wegwerfen. Wegwerfen? Immer noch zu voll. Willst du mich jetzt veralbern? Ich will den dann noch mitnehmen. Na, pass mal auf, dann schmeißen wir den weg. Hä? Kann doch gar nicht selber sagen, wie spät ich bin. Jetzt aber. Die will ich nicht haben. Huch. Wie finde ich, wäre das cooler gefunden, wenn es der Fisch so jetzt um einen herumgeschwommen wäre oder sowas. So, jetzt sind wir fertig, weil die Dinger sind nämlich sau schwer. Elektroplax einer. Okay. Ach, guck mal, wie schnell diese Tropfen wieder voll sind. Je tiefer du kommst, desto mehr brauchst du, aber desto schwerer sind die Dinger schon wieder. Deswegen kannst du wieder so wenig mitnehmen. Da oben können wir wahrscheinlich jetzt den ganzen Ozean leer fischen, knapp unter der Wasseroberfläche, wo es weiter zu tief geht. Da war's doch. Wie schön. 20 Minuten sind unterwegs. Ach du Heilige. Viel zu lange, meine Freunde. Viel zu lange. Druckentlastung abgeschlossen. Ganz verschiedene Einstellungen wie die Auflösung, die Sprache in der Einstellungs-App, bla bla bla. So. Oh, ich finde seine Stimme irgendwie schwer. Wow, du hast einen Haufen Ort abgeklappert, aber du hast alles gefunden. Das finde ich Glück. Ich versuche, in meinem Labor einen Übersetzer zu bauen. Ich werde etwas Zeit dafür benötigen. In der Zwischenzeit kannst du deinem Geschäft nachgehen. Ich melde mich bis bald. Ja, bis bald. Ah, muss die Nase mal so leicht zusammenziehen, damit ich so ein bisschen kriege. Macht immer Spaß. So. Wir waren noch nicht tief, aber gut, wir waren noch nicht lang genug unten. Wir waren schon länger drunter. Oh, Kragenhairocken und große Barracuda. Und was ist das da? Unser Tintenfischarmband, ein Armband, das bei der Jagd auf einen fiesen Tintenfisch in der abgelegenen Ecke gefunden wurde. Benutze, um eine kurze Strecke zu sprinten. Okay. Was der Tintenfischarmband aus und mit über die kurze Distanz zu sprinten, aber wird kein Sascha, aber die einzige muss ich wieder aufnehmen, die Fähigkeit. Oh, ist ja cool. Eigentlich ein cooles Armband, ne? Nun lass uns wirklich Thunfisch jagen, ja? Nimm das, das ist ein Stahlfasernetz-Sensor-Falle. Selbst der schnellste und größte Thunfisch kann dieser Falle nicht entkommen. Und für die heutige Jagd habe ich eine Geheimwaffe. Die Unterwasserdrohne. Ich habe eine ganze Weile gebraucht, um sie zu ersetzen, die du letztes Mal kaputt gemacht hast. Die sind ziemlich teuer, das weißt du. Oh, das war nicht meine Schuld, sie ging kaputt, genau als ich sie angemacht habe. Ich habe viel investiert für solche Momente. Das macht man als Geschäftsmann. Ich zeige dir, wie man sie benutzt. Folge einfach mal hinein. Tauch ins Wasser. Okay. Okay. Dann ab ins Wasser. Krieg ich jetzt nochmal bessere Ausrüstung? Und jetzt? Ich habe jetzt gerade gar nichts. Ah, okay, jetzt. Ich sehe wieder Thunfisch. Der Fisch ist groß, aber schnell. Ich würde ihn gerne fangen, sollte ich irgendein Werkzeug benutzen? Ah, okay. Und hier jetzt das mal her. Au! Ah, cool. Sie kann diesen großen Thunfisch ohne Probleme fangen. Ich bin beeindruckt. Ja, sie ist ziemlich leistungsstark. Wenn du also meine großen Fisch fängst, verwende die Drohne. Du brauchst deine Drohne, um die Klasse deines Fangs zu erhalten. Verwundete Fische können keine hohen Klassen abgeben. Ich leihe die Drohne fürs Erste. Es ist das Basismodell ohne jegliche Option, weil sie zu teuer sind. Du kannst sie im Alter aber upgraden. Lass uns bei der Thunfischparty so viele Zutaten sammeln, wie wir können. Große Fische, die du mit dem Netz gefangen hast, können mit Hilfe der Bergungsdrohne eingeholt werden. Du hast immer eine begrenzte Anzahl, aber sie kann im iDiver aufgewertet werden. Ich habe jetzt keine mehr. Was war denn das jetzt? Mann!
Was ist mit der Maus schon wieder los? Versuchen wir es mal so, dass wir wenigstens so ein bisschen was abkriegen, weil wir haben jetzt gerade keinen weiter da. Der schwimmt aber auch immer her, ne? Kann ich den überhaupt kalt machen? Mach mal. Wie doof soll man denn da draufballern auf diese Dinger? Oder kriegt man sie sonst nicht? Doch, sonst kriegt man sie auch. Ich habe ja keine Drohne mehr. Ich will auch nicht mehr Thunfischfleisch haben. Ich will nur mein Thunfisch, ich will mein Thunfisch. Thunfisch, Thunfisch, Thunfisch. Boom. Du schießt die eine, siehst du, wir gehen immer her, ne? Das ist aber sehr langwierig, an die Dinger ranzukommen. Wir brauchen echt mehr von den Drohnen da. Wir haben zu wenig Drohnen, meine Freunde. Zu wenig Drohnen. Gut, dass es immer im Slow Motion ist. Und ich auch super treffsicher selbst im Slow Motion bin. Oh. Jetzt wirkt ja so, als ob du das Schiff angreifst. Okay, jetzt Schiff war aber bung, 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 bung. Sag mal. Ich hab gar nicht gezählt, weil ich immer mal den treffe, wie viele man von denen trifft. Aber wechseln die irgendwie manchmal? Weil ich sehe die außerhalb des Bildes immer nicht. So, der ist weg. So. Wir nehmen die aber alle mit. Ja, das ist ja natürlich klar. Also das würde ich jetzt mitnehmen, war ja sowas von klar. Muss ich nur gucken, dass ich gleich mal Sauerstoff finde. Ich habe jetzt den ganzen Tag. Ist ja anstrengend. Wenn du die Drohne nicht hast, dann ist es ziemlich anstrengend. Du musst wirklich so ein Netz auslegen, wo du die Dinger dann reinpackst und genau. 77 Sauerstoff. Jetzt müssen wir uns aber hinne machen. Ich glaube, ich hätte gleich die Schockabhunde finden können, ne? Da ist Sauerstoff. Sehr gut. Dann haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit. Gehen wir jetzt nochmal in die Tiefen. Also wir machen jetzt so, dass wir ihn voll machen. Das ist auf jeden Fall richtig. Genau, wir sollten den Dingsfisch noch finden. Den Drückerfisch. Den Drückerfisch. Den sollten wir noch suchen. Da ist er. Gut, du kommst auch mal wieder mit. Gut. Beim ersten. Genial. Mit dem richtigen Teil beim ersten fertig. Bombastikum. So. Und von dem brauchen wir noch einen. Wenn wir den noch haben, dann sind wir da fertig. Warte mal, brauchen wir hier noch irgendwas? Was sind das hier für Muscheln? Rosa. Rosa Muscheln und orangefarbene Seesterne. Rosa Muscheln und orangefarbene Seesterne. Da hinten ist noch orangefarbene Seesterne. Genau, den brauchen wir. Was habe ich jetzt gefunden? Achso, so ein Schock. Schlag, Stock. Schlock, Schlag, Schlock. Rosane. Rosane waren doch erst in den Tiefen drin gewesen, ne? Die waren noch gar nicht so weit oben. Barthalmund. Ich glaube, die hatten wir schon, ne? Genau, ne? Waren noch die orange Spanne. Wow. War nicht so noir. So, nichts abgeschlossen.
Orange oder rosa? Orange oder rosa? Und wenn wir nochmal so eine Dings finden, wie heißen sie? Was hätte der Name nicht eine? Die haben wir ja alle. Nee, ist noch roter, ich brauche mal orange. Gut, die sind aber schon fast voll. Die sind fast voll schon wieder. Ich brauche orange. Orange, orange, orange. Wow, 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 wow. Guck mal, da ist Rocky Balboa. Gar nicht so einfach, immer die zu finden, ne? Gar nicht so einfach, die immer zu finden. Guck mal hier, wumm. Es ist ja wirklich nur ein kurzer Schwumm. Aber der ist cool, der Move. Mit dem Tintenfischding. Ich finde den gut. Warum sind die so nah aneinander? Hast du gesehen, da oben ist der Langnasenhai? Dann nehmen wir jetzt der Blauwal halt. Ist ja crazy, dass die so aneinander sind. Hm, sollte ich den Blauwal dann gleich schon mal mitnehmen? Wäre eigentlich gut, ne? Wir müssen eh heute ein bisschen uns beeilen mit dem. So, dann machen wir es ganz einfach. So. Zack, zack, zack. So. Dich brauche ich nämlich nicht. Ich brauche nur der große Heil. Der große Hai, den brauche ich. Den nehme ich auch nochmal mit, weil wir brauchen davon auch einiges. 3 von 3 Fußknochen. Und jetzt müssen wir den Rest nochmal. Haha. Nee, musstest du in dem Moment da oben? Das war mies. Ja, es war eine ganz miese Kiste. Au. Dass der in dem Moment dort festhängen musste. War jetzt nicht irgendwie nochmal so ein, Nein, war natürlich nicht. Damit bin ich jetzt total am Pöffis. Natürlich. Ich habe hier oben irgendwo eine Luftdings gesehen. Irgendwo hat man eine Luftdings gesehen. Himmelhilf, ey. Jetzt kommst du natürlich noch. Hä? Oh, jetzt stelle ich mich ein bisschen dödelig an, ne? Jetzt stelle ich mich ein bisschen dödelig an. Natürlich. Moment mal, da klingelt das Telefon. So, meine Freunde, jetzt muss ich mich aber hier machen. Viel Zeit habe ich nicht mehr. Ich muss mir jetzt auch erstmal gleich los. Deswegen werden wir heute mal so das beenden. Und das Restaurant-Ding machen wir dann in der nächsten Folge einfach so als Start. Wir werden auch heute mal, wie gesagt, hier einfach einen Cut machen. Da oben war, glaube ich, ein Ausgangspunkt, wo wir rauskommen konnten. Und, ist mir gerade leichter. Wie gesagt, ihr wisst ja meine Termine Bescheid. Von daher passt das so. Außerdem haben wir schon ein paar interessante Themen. Das ist auch schon wieder. Also man kommt auch gar nicht so richtig. Ich will ja eigentlich immer so 30 bis 40 machen. Dann komme ich ja gar nicht so richtig rein. Und das ist halt irgendwie das Komische dabei. Gut, das haben wir auch. So, Druckentlastung, bla bla bla. Raus. Und dann würde ich aber auch sagen, was das für heute. Warte, wir machen es mal hier noch kurz durch. Ja, Blauflaschen, Thunfischrocken haben wir noch. Wir kriegen also den Thunfisch sogar noch mit rein. Die freuen sich. Und jetzt machen wir das. Genau. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommen hier sind wir was Feines. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr.
Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir erstmal schön Sushi dann noch machen und dann weiter erstmal auf Thunfischjagd gehen, damit wir den Thunfisch da bekommen. Wir werden auch die Drohne dann aufwerten. Das sind so die Dinge, die am wichtigsten sind. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, wenn ihr die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss.